Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, wir sind tatsächlich hier rausgekommen aus diesem ekelhaften Loch mit diesen ekelhaften Viechern. Irgendwie ist sie da runtergefallen letztes Mal und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt draußen, bin stark angeschlagen. Ich sage erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Und ich versuche mich hier heute wieder weiter, wir haben den Cremeschlüssel, weiter wieder durchzuschlagen. Du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Zoe, okay. Wir schauen uns jetzt hier mal um. Ich hoffe, wir bekommen mal wieder so ein klein paar Items hier, damit ich meine... Was zum... Was ist das? Oh, shit, 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 shit. Was ist das? Da liegt ein... Ist das die Gehirnnerv? Irgendwas... Irgendwas Serum. Ich glaube, das ist es. Das wär's, ja? Ist das schon das Serum? Kann man das nicht nehmen? Ist das ekelhaft hier. Das kann man nicht, scheinbar nicht nehmen. Steuerung. Synchroni. Mhm. Wir können ja so nichts machen. Irgendwas noch weiter liegen? Irgendwas? Nee. Hm. Okay. Ich schaue jetzt erstmal. Oh, da ist das Telefon. Gehen wir mal eben ran. Transact bei Trans17 TV. Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Oh, krass. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Heilung. Das wäre nicht schlecht. Also das können wir hier nicht mitnehmen. Krasser neuer Raum hier. Hier war leider nichts drin. Ich habe leider nur noch das Messer. Keine Muni mehr. Das übel aussprach der Dübel. Muni wäre jetzt... Oh oh. Nicht schlecht. Oh, ich brauche... Da ist eine Voodoo-Puppe. Muss da noch irgendwo was sein? Was ist hier? 11. Oktober. Ich habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen. Seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon wieder recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Aha. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich... geröntgt. Was passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Ich habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Aha. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Im Geheimraum hinten im ersten Stock. Mhm. Okay. Ja, ist das wieder spacey hier. Wir könnten dann bei Gelegenheit auch mal zurück zum Wohnwagen, würde ich sagen. Wenn ich hier jetzt, denke mal, ich werde hier sowieso gleich irgendwie abgemurkst. Das kann nicht mehr lange dauern, dann wird die Alte mich hier finden. Und da kommen wir, glaube ich, dann raus. Da fehlt die Lampe. Und die müssen wir der Alten abluchsen. Den machen wir zuerst mal eben. Zack. Da haben wir noch was. Antike Münze. Hm, hier ist so nichts mehr. Ja, also der Raum öffnet sich mit der zweiten Laterne. Das heißt, da kommen wir dann wahrscheinlich raus. Wir müssen jetzt erstmal zurück.
Da kann man überall nichts mit anfangen. Okay, auf wie geht's. Und ich muss mich unbedingt heilen, wenn ich hier dann einigermaßen heil rauskomme. Da haben wir eine Kommode. Da haben wir schon mal was. Okay. Wenn ich jetzt noch Kraut finden würde, könnte man sich sogar schon heilen. Das habe ich, glaube ich, im Wohnwagen. Da habe ich noch Kraut. Machen wir uns auf zurück. Oh, die Alte, die bringt mich um den Verstand, echt. Bloß nicht hier reinfallen. In das olle Loch hier. Wo ist die alte Hexe? Kann man hier durch? Oh ja, hier können wir durch. Lass uns hier mal durch. Ich glaube, hier gibt es auch einen Weg zurück. Was der Alten jetzt nicht unbedingt begegnen, wenn ich ehrlich bin. Boah, ist das ekelhaft. Okay. Alles klar. Alter Schwede, war die vorhin dicht? Jo. Das war eine schöne Abkürzung hier. Die hatten wir ja schon, ne? Genau, da hatte sich der Raum geöffnet. Alles klar. Das war eine coole Abkürzung. Jetzt machen wir uns auch zurück. Da haben wir noch nicht reingeguckt. Da ist grünes Kraut. Das könnte ich gebrauchen. Und da ist auch nochmal Medizin. So ein Sheet. Und ich habe keinen Platz. Ich muss unbedingt ablegen gleich. Gut, ich könnte die antike Münze, aber die schmeiße ich nicht weg. Ich komme gleich wieder und nehme den Kram mit. Da ist... Oh, das kann ich auch nicht nehmen. Ach nee. Da ist ja Brenner. Wir haben dann endlich unseren Bunsenbrenner zusammen. Das ist ja heavy. Oh, ich hätte so gerne den Brenner. Shit, 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 shit. Wie viel Platz braucht der denn, der Brenner? Nee, ich brauche das alles hier. So ein Shit. Okay. Okay, okay. Hier mal reingucken. Da ist nix. Da müssen wir durch. Jetzt alles nichts. Da kommen wir raus. Da ist noch eine. Da kommen wir raus. Wo kommen wir hier noch weg? Wie kommen wir hier noch weg? Da kommen wir nur rüber. Boah, ich verlaufe mich hier dauernd wieder. Da kommen wir hinten rum. Da ist der auf jeden Fall der Brenner. Das ist schon mal super. Meine Güte, wie war das hier denn noch? Hier haben wir alles weg, ne? Ja. Hier komme ich nicht runter, ne? Nee. Ich muss da hinten lang. Schiete. Das ist noch nicht richtig hier. Guck hier nochmal lang. Das war das Psychotonikum. Kann ich auch nicht nehmen. Dass alles zu voll ist. Das heißt, ich muss da doch rum. Das nützt nichts. Ich muss da rum. Okay. Hier müssen wir durch. Hier müssen wir raus. Hoffe ich doch, dass wir hier jetzt richtig sind. Da ist wieder der Brenner. Hä? Shit. Okay, ich muss noch mal eben kurz schauen. Wie kommen wir hier jetzt weg? Das gibt's doch nicht. Ich verlaufe mich hier dauernd wieder in diesem Dreckshaus hier. Hier nochmal durch. Okay.
versiffte Hand hier. Eigentlich müsste das doch da zurückgehen. Auf der anderen Seite. Wir werden es gewahr. Noch irgendwie. Da unten kann man da rein. Ich gehe da mal rein. Egal. Ach nee, ist die alte da jetzt? Was zum Teufel? Problem. Das ist neu. Volles Risiko hier. Vielleicht gibt es hier einen Gang nach oben, dass ich hier irgendwie rauskomme. Genau. Vielleicht ist das eine Abkürzung. Wir werden es gleich gewahr. Oder die alte erwartet uns schon. Nee! Cool! Das ist ein... Das war ein schneller Ausgang. Das ist ja mal cool. Das haben wir genau richtig gemacht. So! Kommen wir schnell zum Wagen zurück. Und wir können jetzt die Abkürzung auch immer nehmen in Zukunft. Kann ich mich mal eben schnell heilen. Das war ja mal eine coole Abkürzung. Die kannte ich auch noch nicht. Den Brenner haben wir also auch gefunden. Dann wird es hier nächstes Mal richtig abgehen. So, jetzt muss ich mich aber erstmal eben heilen. So, die Münze, die packen wir mal rüber. Zack. Haben wir schon 7 Münzen. 2 brauchen wir noch für die Wumme. So, den Krähenschlüssel brauchen wir. Den Skorpionschlüssel brauchen wir nicht. Der kommt rüber. Wir brauchen Platz für den Brenner. Damit wir ins Endgefecht gehen können mit der alten. 2 Kraut haben wir. Das holen wir uns rüber. Zack. So, und dann machen wir hier einmal eine Heilung von. Und da hinten war ja noch so ein Ding, da kann man eine zweite Heilung dann von machen. Da war ja noch so ein gelber Sack. So, den Krähenschlüssel brauchen wir auf jeden Fall noch, oder? Ich denke mal schon. Das ist alles, das brauchen wir alles. Jo. Der Brenner, das setzt sich ja nachher zusammen. Oder lasse ich das grüne... Ne, das grüne Kraut haben wir ja da auch noch. Das lasse ich auch hier. So, meine Lieben. Und an dieser Stelle... Moment, wir wollen uns nochmal eben einmal gesund machen. Wir sind richtig... Richtig krank. So. So. Sind wir wieder gesund. Da können wir jetzt speichern. Und ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like oder noch viel besser ein Abo da. Dann verpasst ihr nichts mehr in Zukunft. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.